Ja, also Cornelius zeigt uns jetzt, wie man wie man IP-Tables great again machen kann und alles anzünden kann, auch Isabel. Wunderbar, Firewalls. Ich mache mir mal eine Uhr. Wann gibt's Essen? Wann gehen wir los? Um 35 gehen wir los, das heißt, wir haben jetzt 33 Minuten, um Firewalls wieder great zu machen. Ich fange hier gleich mal mit einem Beispiel an. Hat da jemand präsent da rumliegen? Währenddessen, wenn hier jemand sieht, was diese Firewall so direkt tut, einfach laut schreien. Währenddessen frage ich, hat jemand Presenter, dass ich auf die Seite gehen kann? Ja, wir haben die Beamer-Fernbedienung. Warum? Habe ich eigentlich ein Mikrofon an? Nimmt die Kamera auf, ja, oder ist das krass? Hui. Mit Gegenlicht? Was ist das für ein rotes Zeichen dort? Da holt er keiner. Habe ich gleich noch. Das ist ein Unicode Snowman, schon sehr gut erkannt. Ist jetzt aber nicht die Kernaussage von der Firewall. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Ruft einfach rein, wenn ihr wisst, was diese Firewall, was würde man so sagen? Ja klar, macht das ganz offensichtlich. IRC wird geregelt. Nein. Nicht? Überhaupt nicht. Wow. Überhaupt nicht. Also wie üblich, wir machen hier nur Filtern, nicht Pakete modifizieren, ganz einfaches Filtern. Nur die Filterchain, fangen auch hier nur unsere Netzwerk-Firewall auf dem Router. Nur alles, was durchgeforwardet wird. Default Policy ist Drop, wenn also jetzt nichts zutrifft. Regeln gehen wir sequenziell durch. Gehen wir zur ersten Regel. Die springt gleich mal bedingungslos in die DOS-Protect-Chain. Die ist ganz hier unten, kann man sehen. Macht das, was eben offensichtlich ist, alles, was vom Interface ETA1 reinkommt, ein ICMP-Paket ist, vom Typ 8, Echo Request, der normale Ping, und irgendein Limit von 1 pro Sekunde nicht überschritten wurde, das ist das, worauf wir matchen, dann returnen wir, return heißt, wir springen einfach dahin zurück, wo wir herkommen. Wenn nicht, nächste Regel, matcht auf das gleiche ohne das Limit. Wir sehen also hier, der Admin hat mehr oder weniger gleich diese Return-Semantik exploitet, um so ein komisches If-Then-Else zu bauen. Wenn Ping-Limit überschritten, ja, dann geht es halt irgendwie weiter und dann wird gedroppt. Ansonsten return wir ohne das, was passiert ist. Gehen wir mal weiter. Ich habe diese Chain einfach mal Good Stuff genannt. Diese Regeln sind übrigens zu größtenteils aus realen Firewalls zusammenkopiert. Nicht, dass ich mir hier irgendwas ausdenke. Good Stuff, alles was so Netzwerk Best Practice ist, was vom Loopback Interface kommt, das leiten wir durch. Alles was zu einer bereits Established Verbindung gehört, muss ja vorher durch die Firewall gegangen sein, dass man es überhaupt aufbauen konnte, die Verbindung passt also, leiten wir auch weiter, direkt accepten. ICMP leiten wir auch direkt durch, aber nur wenn es irgendwie so zu schon bestehenden Verbindungen gehört. Der Rest sollte hoffentlich durch das Established eh schon in ICMP durchgeleitet sein. ICMP will man immer, hier noch das Related. Ja, das nächste. Hier ist diese schöne Regel. Was tut die, die du vorhin gesehen hast, Ingo? Wenn du es weißt, sag es dem Typen, der sie geschrieben hat. Er ist sich da auch nicht so ganz sicher. Ist aber auch nicht so ganz wichtig. Die lockt nur. Die beeinflusst gar nicht unser... Die beeinflusst unser Filterverhalten ja gar nicht. Können wir jetzt erstmal weitergehen. Ja, alles was von dem Localhost-Bereich kommt, aber nicht über das Loopback-Interface kommt, das darf eigentlich gar nicht reinkommen, das muss gespooft sein, das droppen wir raus. Alles was von einem Internal-Interface kommt, aus diesem 21/24er-Bereich wird accepted. Alles was von irgendeinem anderen 15/240er/28er-Bereich in den hier 21/24er-Bereich gehen will, wird gedroppt. Alle TCP-Pakete, die von diesem 240er-Bereich irgendwie kommen, werden akzeptiert. Alles, was vom Happy Red Snowman TCP in diesen 240er-Bereich geht, wird akzeptiert. Ja, ihr liest richtig, Interface der rote Happy Snowman. Das ist gar kein Problem. IP-Link-Set ist das Richtige. Man muss hier den Shell-Escape richtig machen, dass es rot wird. Also
also bei ja. Unicode und ANSI-Escape-Sequenzen in den Interface-Namen reinstecken. Das ist gar kein Problem. IF-Config verliert ganz leicht die Formatierung. Wie man sieht, ist nicht perfekt eingerückt. Aber selbst Journal Control und alle, die machen das ganz gut. Das Problem, mein Ubuntu kriegt dann keinen mehr hoch, also kriegt das Interface nicht hoch, weil in einem DHCP-Post, nachdem die IP-Adresse geholt wurde, Skript, so ein Shell-Skript ausgeführt wird für Avahi, das einfach das Interface in der Variablen durchleitet, als ob ich keine Shell-Escapes in meinem Interface hätte. Sonst gar kein Problem, kann man normal betreiben, das System, sonst wenn man den Ubuntu da ein bisschen fix und mir hilft, das wieder hochzubekommen. Also ist der Bug-Report schon eingereicht? Nee, noch nicht. Müsste ich noch machen. Techniker informiert. Ja, noch nicht, ihr seid jetzt hier die Ersten, grob gesagt. Kann man in seinen IP-Tables auch wunderbar drauf matchen. Wichtig immer beim Interface benennen, dass man diese Farbkodierung und alles wieder rückgängig macht, sonst ist halt das Terminal kaputt bei ungefähr jedem Ding, was man mit seiner Firewall macht. Aber kann ich problemlos drauf matchen. Ist, ja, Semantik von diesem Interface bis jetzt eigentlich ein Charpointer, also Bytes, die halt verglichen werden auf Equality. Ganz lustig, aber mathematisch jetzt noch nichts Besonderes. Interface mit lustigen Namen. Was so richtig lustig wird, ist ein ganz spezielles Interface. Dazu muss man wissen, in IP-Tables, Interface sind eigentlich nur String-Compare, eine Sonderregel, wenn ich da ein Plus hinten hinschreibe, wird dieses Plus als Wildcard-Character interpretiert und quasi so alles Happy Red Snowman Plus, also Happy Red Snowman Foo, Happy Red Snowman Bar, Bass und alles matcht darauf. So, was ist, wenn ich mein Interface Plus nenne? Ja, ihr habt es ausprobiert. Erstmal ist das gar kein Problem. Ich habe die Kernel und User-Lint-Sourcen von IP-Tables gelesen. Die Sache ist, mit den Vanilla-IP-Tables, ich kann nicht mehr auf mein Interface matchen. Super tolle Sache. Falls ist jetzt, keine GNU-Erweiterung dafür? Ich könnte es tatsächlich patchen, das wäre ein Einzeiler, aber ohne das User-Lint. Der Kernel kann es nativ, aber das User-Lint erlaubt das nicht, das zu übergeben. Müsste ich die Bitmask ein bisschen hacken, die er da baut. Also nativ geht das nicht und besonders schön, falls jetzt hier jemand so sein Cloud, Docker oder was auch immer Deployment-System betreibt und da plötzlich Interface-Namen von dem Benutzer nimmt und die daraus automatisch IP-Tables generiert für Spoofing-Schutz und alles. Ja, ich sehe schon die ersten Lachen, wohin der Gedanke geht. Plus super lustiger Name für ein Interface in Kombination mit IP-Tables, weil man nicht mehr darauf matchen kann. Man könnte probieren, alle Matches zu invertieren, also alle Interfaces auflisten, die es nicht sind. Wichtig in IP-Tables, das ist ein String-Compare. Ich kann also die IP-Tables-Matches auf Interfaces reinschreiben, die noch gar nicht existieren. Die Interfaces können zur Laufzeit geladen sein. Dann habe ich aber die Garantie, auf jeden Fall ist meine Shell und alle anderen Programme jedes Mal kaputt, wenn ich mir nur die Firewall anschaue. Weil dann muss ja alles rein, was auch irgendwie ein gültiger Charpointer ist an Interfaces. Kann man nicht so ganz einfach enumerieren. Ja, Interface Plus. Super geile. Man kann sie enumerieren, aber man kann sich die Firewall nicht mehr anzeigen lassen, ohne sein Terminal zu schrotten. Ja, und man braucht unendlich lange Zeit. Man braucht? Unendlich lange Zeit. Du limitierst. Nee, das ist sogar endlich. Also, das ist. Ich alle Interfaces von Länge 1. Okay. Das kommt auf, dass man 30 Jahre Interfaces auf 50 Jahre alte Interfaces baut. IP-Tables auf. Terminal. Mein Video ist nur so 20 Jahre. Oh, okay. So alt ist es gar nicht. Wann wurden die IP-Chains abgelöst? Wahrscheinlich keine 10, 15 Jahre her. Nee, NFTs ist ja das ganz neue Fancy. Ich meine die IP-Chains davor wirklich. Wir können es hatten 4. Ich bin viel zu jung. Ja. Genau. Also, Interface, alles Fun and Games, auch der Happy Red Snowman, solange man sein Interface nicht Plus nennt. So, kleines Detail. Jetzt sind wir erstmal alle Regeln durch. Und dann, wenn ein Paket bis jetzt nicht gematcht hat. Weil der Null-Charakter geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Im Interface. Ja. Interessante. Lass mich mal überlegen. Im Kernel-Code. Der macht halt wirklich nur einen Vergleich mit einer Bitmaske von der Länge. Das heißt, im Kernel wäre es gar kein Problem, wenn ich da einen Null-Charakter drin habe. Ich muss es nur aus dem Userland richtig reingeben. Das Vanilla-IP-Tables kann das auch nicht. Ja, der geht bis zum Null-Pointer in dem While-Loop durch, also einen normalen C-String. Wenn man es aber einmal im Kernel hat, geht's. Was so richtig schlimm ist für den Kernel, ist der normale Slash und Spaces, weil im Proc und Syster sind ja Pfadnamen, die auch nach Interfaces sind. Also, ja, Spaces und Slash eher nicht, sonst alles gar kein Problem. Wenn man noch eine Firewall will.
mag halt keine leeren Strings. Genau, also man müsste da sein Userland-Tool, das dem Kernel sagt, wie der Interface-Match zu bauen ist, ein bisschen patchen, aber dann wird es von Kernel-Seite her gehen. Es gibt auch das NF-Tables-Userland-Tool, was aber Backward-Compatibility zu IP-Tables-Regeln hat. Wenn man das im Userland verwendet, ist das strenger oder weniger streng? Oder? Das baut dir dann quasi Bytecode für die virtuelle Kernel-Maschine und also grob gesagt, man kann da mehr oder weniger alles machen mit, was terminiert. Hoffentlich. Weiß nicht genau, wie weit die Kompatibilität ist. Die sind immer noch nicht so 100% aufeinander abgestimmt. Also ich kann noch nicht jede beliebige IP-Tables-Firewall problemlos, nach letztem Wissen, als ich zuletzt geschaut habe, problemlos auf NF-Tables porten. Okay. Ja, was macht die Firewall? Hat es denn schon jemand gesehen? So ganz simpel. Ja, klar, offensichtlich. Noch nicht? Nee, dafür haben wir unser Tool geschrieben. Der fancy Formal Firewall Universal Understander. Wie benutzt man den? Ganz einfach. Erstmal, man baut ihn, ist ein wunderschönes Haskell, oder man lädt sich das Binary runter, dann dumpt man seine Firewall rein. Das war's. Ziemlich praktisch für ein Verifizierungstool, weil es keine Spezifikation oder komisches Zeugs braucht. Es gibt einem eine Menge Zeug aus, zum Beispiel hier mit kaputten Whitespaces, eine vereinfachte Form der Firewall. Kann man schon so ein bisschen lesen, wenn das ganze grobe Zeug und verwirrende Zeug wie die IRC-Ports raus sind, was das Ding so ungefähr macht. Oder jetzt für fixe Port-Kombination baut einem so eine Matrix, was denn da überhaupt passiert. Um das ein bisschen schöner darzustellen, da man es eh wahrscheinlich nicht von hinten erkennen kann, habe ich mal diese letzte Matrix einfach nach Ticks gejagt und wir sehen Folgendes. Okay, erstmal schauen wir das an, was wir nicht anschauen wollen. Hier ist irgendwie ein IP-Bereich von localhost 127/8. Ignorieren wir den mal komplett, das fällt halt so raus, weil Netzwerkzeug. Übrig bleiben drei IP-Bereiche und das ist, wie die Firewall den kompletten IPv4-Adressraum partitioniert. Wir haben hier oben in der schönen Cloud das Internet, alle IP-Adressen, die irgendwie irgendwas, also die nichts Besonderes sind, von 0 bis zur größtmöglichen IPv4-Adresse ein paar Bereiche ausgenommen, die kommen gleich. Wir sehen hier links einen IP-Bereich und wir sehen hier rechts einen IP-Bereich. Wie sind die Zugriffsbeziehungen? Der linke IP-Bereich kann ins Internet, kann zu dem anderen IP-Bereich. Das war's. Der andere IP-Bereich, der kann ins Internet, kann aber auch aus dem Internet erreicht werden, kann aber nicht rüber in den einen IP-Bereich. Also Pfeil heißt, darf Pakete hinschicken. Genau. Der darf da hinschicken, aber der darf nicht da hinschicken. Aber war da nicht noch so eine Sonderregelung mit TCP? Ja. Wir haben das Ganze jetzt quasi für einmal SSH an. Ganz fixes, fixen Service angeschaut und so partitioniert. Also sehen hier quasi, ja, für Ports gab es eigentlich nichts in der Firewall, sehen also für TCP, die Sicht für TCP der Firewall. Ja, sieht jemand, was wir haben? Das ist tatsächlich so, wie es in jedem Textbook erklärt wird, die Standardarchitektur der Demilitarized Zone. Wir haben das Internet, das böse Internet. Wir haben hier unsere internen Maschinen. Die internen Maschinen dürfen ins Internet, dürfen zu den Servern in der DMZ, sind aber von beiden nicht erreichbar, denn im Falle, falls hier eine Maschine, irgendein Server kompromittiert wurde, die sind ja frei aus dem Internet erreichbar und von überall, können diese kompromittierten Maschinen immer noch nicht in unser internes Netzwerk. Also die Standard-DMZ-Architektur und das Bild kriegen wir quasi for free aus unserem Tool heraus und können so wunderbar verifizieren. Yay! Trotz all den lustigen Sachen, die Firewall tut genau das, was sie soll. Hoffentlich, wenn das die Intention war. Ja, ist die Frage. Wir haben hier eine Menge Informationen weggeschmissen und was für Garantien haben wir überhaupt auf dieses Bild? Wir haben eine Soundness-Garantie, bedeutet, wir können jedes mögliche Paar an IPv4-Adressen hier nachschlagen und sehen, wie sind denn die Beziehungen. Darf der eine dahin, darf der andere dahin? Das Ganze geht übrigens auch für IPv6. Dann, ja. Ja, mit den komischen ICMP-Regeln aber eventuell halt nicht so gut. Ja, die ICMP-Konnektivität ist mit der Firewall, die IPv6-Konnektivität ist ein bisschen kaputt, je nachdem wie viel Contract Magic dabei ist und Related einen mit durchlässt. Ja, für V6 will man dann wahrscheinlich noch ein paar ICMPs extra durchlassen. Bringt mich dann eigentlich gleich zum nächsten Punkt. Ja, fast zum nächsten. Wir haben irgendwas abstrahiert. Was bedeutet das jetzt? Also, wir haben die nächste Garantie,
gehe nochmal zurück. Wenn es einen Pfeil gibt, dann kann es sein, dass dieser Bereich wirklich mit dem eine Verbindung aufbauen kann. Aber eben nur, es kann sein, während in die andere Richtung, wenn es keinen Pfeil gibt, dann ist das definitiv geblockt. Also wir haben hier wirklich die Garantie, dieser Bereich kann sich nicht hierhin verbinden. So, das waren diese Worte. Definitiv geblockt, also wir können definitiv sehen, dass Sachen geblockt sind, wie sie geblockt sein sollten, aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Konnektivität wirklich so stattfinden kann, weil wir eben über eine Menge Sachen auch weg abstrahieren mussten. Das Ganze, könnt ihr also sagen, ist jetzt nicht vollständig. Ja, klar, wir übersetzen jetzt auch von IP-Tables mit Full Magic in ein sehr simplifiziertes Modell. Müssen also ein paar Informationen verlieren. Machen das Ganze mit einer Überapproximation, sagen also unsere Firewall, die wir vereinfacht haben in dem Bild, die akzeptiert mindestens genauso viele Pakete oder sogar eventuell mehr als die originale Firewall. Kann auch sein, dass sie mehr akzeptiert, die vereinfachte Firewall, und kommen eben so auf die Garantien. Kann sein, dass wir hier ein bisschen mehr im Bild haben, als es eigentlich ist, aber wir haben definitiv die Garantie, wenn wir jetzt das Bild anschauen und da ist kein Pfeil, den wir nicht wollen, dann wird die originale Firewall tatsächlich genau das blocken. Das heißt, wir können schauen, ob die Original-Firewall alles blockt, was wir wollen. Das ist die Sicherheitsanalyse, die wir machen. Dass wir nicht for free bekommen in der Richtung ist, wirklich checken, dass Konnektivität zwischen zwei IPs besteht. Da muss man mal kurz selber pingen und eine Verbindung aufbauen oder die Approximation in die andere Richtung machen. Noch eine Frage zu dem May Allow Communication. Das heißt, wenn ein Pfeil in eine Richtung geht, dann kann ich auch eine TCP-Verbindung in die Richtung aufbauen und dann darf der andere auch Pakete durchaus zu mir schicken. Genau. Man hat diese Statings. Hier hatten wir irgendwo alles, was established ist, wird durchgereicht. Man kann diesen Graphen jetzt auch noch automatisiert annotieren mit, wo darf denn der Established State zurück antworten. Also das ist nur, wer darf Verbindungen aufbauen. Das heißt, so TCP Hole Punching Ding würde dann immer noch funktionieren. TCP UDP Hole Punching und das Ganze würde funktionieren, da das ja davon ausgeht, dass dein innerer Knoten initial das Hole Punching initiiert. Genau. Wenn mal wer drin ist, kann man nicht davon ausgehen, dass niemand anders reinkommt. So ungefähr. Nee, es ging mir nur darum, dass ich halt weiß, wie ich das lesen muss. Auf so ein bisschen. Genau, also die Annotation, wo sind Stateful-Rückverbindungen erlaubt, die könnte man jetzt for free da noch dranhängen. Ah, okay. Lassen Leute brechen auf. Wie lange wird der Vortrag noch gehen? Okay. Ciao. 35? Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Minuten und 5 Minuten Fragen. Wunderbar. Ja, Beispiel zu dieser Überapproximation. Ich habe hier eine Minimal-Firewall gemacht, die per Default erstmal alles droppt. Eine Regel, die alles accepted, das wären vielleicht meine Sprechzeiten für nächstes Semester. Von 7.45 Uhr bis 8 Uhr, aber nur montags. Du redest, dass keiner mit dir spricht. Aber dann müsste die Zeit auch da sein. Stimmt, vielleicht wird das die Firewall für unsere Materialausgabe. Ich hätte ja schon im Vergleich der Universitäten, die TUM ist ja so Elite, dass wir englische Folien haben, aber deutschen Vortrag, weil das so wissenschaftlich ist. Das ist mir bis jetzt halt nicht aufgefallen. Das muss man erst einmal kurz betonen. Ja, oh, und dieses wunderbare Comment-Modul, das Comment ist wirklich ein IP-Tables-Match-Modul, unterscheidet sich vom normalen Kommentar, das ich in meiner Zeile hinschreiben kann, mit dem Unterschied, das wird wirklich in den Kernel geladen, und wenn ich die Firewall irgendwie aus dem Kernel wieder auslade, kann ich das Comment recovern. Comment minus minus Comment. Ja, das ist das Modul Comment, das die Matching-Extension Comment implementiert. Ist ja toll. Ja, IP-Tables, ist doch ganz klar, ne? Wenigstens brauche ich keine Language Extensions am Anfang. Ja, der Witz ist, die Language oder die Matching Extensions sind alle inline und muss ich in jeder Zeile wiederholen. Also. Aber ich kann da sozusagen so größere Datenmengen einfach im Kernel speichern. Ja, die haben eine obere Länge, also das ist gar nicht so viel, du musst viele regeln. Ja, okay. Aber ja. Das reicht mir quasi schon, dass man ein Kernel-FS schreiben muss, einfach IP-Tables regeln. Ja, genau. Kann man machen, aber IP-Tables regeln musst du eh root für haben, um sie einzufügen. Du kannst doch einfach dein
DevKMMFS schreiben, dass er direkt in DevKMM schreibt. Das wäre interessant, wenn Docker tatsächlich User-generierte IP-Tables erstellt und dann eventuell Sachen parst, die man dann beeinflussen kann, wenn man die Kommentare schön formatiert. Das sind bis jetzt die Admin-generierten. Wahrscheinlich kein Privilege Escalation, aber DDoS kannst du damit vielleicht machen, ja. Kommt auch mit was Docker das Ganze dann wieder parst. Will ich eigentlich gar nicht wissen mit dem Routing-Programm wahrscheinlich. Ja, Docker bietet ja eh keine echte Separation oder Security. Ja. Es läuft ja auf dem gleichen Kernel. Alles, was ich da mache und den Kernel beeinflusse, ist auf dem Host-System basiert. Ja. Ja. Deswegen ist auch wunderschön, wenn ich einen Docker-Run mache und da ein Typo drin habe, dass er merkt, oh, das Image gibt es ja gar nicht lokal. Ich hole es mir mal vom Docker-Hub und führe es gleich aus. Das ist eine super Idee, wirklich. So, Checkliste. Docker-Bashing. Vielleicht muss ich hier noch Docker kurz verteidigen. Natürlich hat Docker da ein Security-Feature. Wenn ich mich normal vertippe, dann habe ich normalerweise keinen Slash im Dateinamen von meinem Docker-Image und nur die von Docker Inc. authentischen Images dürfen keinen Slash im Dateinamen haben. Ist also ein super Security-Feature. Ich kann mich nur von Trusted-Leuten exploiten lassen. Okay, wir waren hier beim Überproxmin. Wir haben diese super simple Firewall. Standardmäßig droppt sie eigentlich alles, aber es gibt eine super kurze Ausnahme, da akzeptiert sie was. Wenn wir jetzt unser Tool drauf laufen lassen, das vereinfacht das, weil wir wollen das ganze Zeug loswerden. Kriegen raus die Firewall, das andere Syntax, die irgendwie alles accepted. Nach unserer Definition ist das super sound, aber auch super useless. Weil, naja, ist eine gültige Oberapproximation. Es gibt was, das durchgeleitet wird. Aber das ist irgendwie nicht, was die Firewall so wirklich aussagen will. Wir können es aber auch nicht besser machen, wenn wir das Zeug nicht encodieren können. Ja, aber das ist ja nur der Spezialfall 2, ansonsten ist ja alles super. Genau, das ist so der Spezialfall, wo die Approximation fehlschlägt. Richtig gut wird die Approximation, wenn wir das einfach umdrehen. Also standardmäßig akzeptieren wir alles, aber nur während meinen Sprechzeiten nehme ich mir Zeit und lese keine E-Mails nebenbei. Also die Firewall, die eigentlich immer alles akzeptiert, nur den Spezialfall rausdroppt. Und hier sehen wir, die Approximation gibt uns genau das, was wir sehen wollen. Erstens Sound und zweitens, das ist ja eigentlich die Firewall, die eigentlich immer alles akzeptiert. Ja, so funktioniert die Approximation super. Nächstes Beispiel, kommen wir da noch durch, natürlich, wenn ich auf die Zeit schaue. Was macht denn der Kollege? Ja. Es sind schwierig zu lesen, ist auch ein ziemlicher Corner Case, den ich da gebaut habe. Du akzeptierst TCP auf Port 22 und UDP auf Port 8. Genau, sehr gut. Ist ein bisschen kompliziert gebaut, also standardmäßig bin ich nur wieder in der Forward Chain. Dann springe ich sofort in etwas, was ich einfach Chain genannt habe. In der Chain, wenn es TCP Source Port 22 ist, returne ich. Also hier zurück in die Forward Chain, da kommt nichts mehr, dann wird alles akzeptiert. Oder ich returne auch aus der Chain für UDP Destination Port 80 und lande dann bei der Default-Regel. Alles andere, wo ich jetzt nicht returned bin, wird gedroppt. Also eine sehr komplizierte Art zu sagen, TCP Port 22 und UDP Destination Port 80. Aber Source Port 22 kommt doch voll selten. Er gibt jetzt sehr wenig Sinn, dass die Firewall ist auch ein gestelltes Beispiel. Ja. Also. Weil der Kernel wird ja sehr selten als Source Port 22. Ja, ich wollte nur Source und Destination Ports hier unterschiedlich haben und halbwegs kleine Zahlen. Das wird das alles, weil das ist ja das gleiche, wie wenn ich es jetzt auf dem Terminal direkt eingeben würde mit den Parametern. Und ich hatte irgendwie immer so die Vorstellung, wenn man da eigene Files dafür schreibt, dass es da irgendwie noch eine andere Syntax gibt, die nicht so Kommandozeilen-parametermäßig ist. Es gibt diverse Wrapper um IP-Tables, die am Ende wieder nur IP-Tables erzeugen. Die UEFI unter Ubuntu, die Shore-Wall, wenn du auf einem riesigen Regel-Spaghetti-Code stehst. Ein Betriebssystem, in dem man in der Systemkonfiguration Firewall konfigurieren kann. Die kann bestimmt nicht alle fancy Features. Die bei Default alles und Dings blocken. Ja, genau das. Ja. Okay, wir haben also jetzt dieses sehr komplizierte Firewall-Ding gesehen. Jagen wir das mal durch unser Tool und schauen, was passiert. Wir sehen Folgendes. Ja, sehen hier Source-Port 0 bis 21, Destination-Port 0 bis 79. Moment, hier war das doch irgendwie Source-Port, Destination-Port, TCP, UDP. Die waren irgendwie unterschiedlich. Jetzt haben wir die plötzlich zusammen. Und dann steht da Protokoll alle.
Moment, wie für alle Protokolle, also Source Port 22 Destination für TCP, UDP, SCTP, ICMP, Moment, hat ICMP Ports? Ja. Nee. Hat man doch DCCP vor. DCCP, ja, also irgendwie, das Ding ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist komplett broken. Mathematisch gesehen haben wir immer noch keine Unsoundness mit der Überapproximation, aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt dieses Beispiel ein bisschen weiter drauf rumtreten, kriegen wir hier auch eine Unsoundness hin. Wie kann das passieren? Ich habe doch gesagt, zumindest im letzten Vortrag, dass wir ja alles schön formal mit Isabel formalisiert haben. Was ging schief? Also das, ich glaube, wir sind uns sicher. Ich zeige nochmal, dass wir uns sicher sind. Irgendwas ist super kaputt. ICMP Port 65.000 Watt? Nein. Ja. Ist der Beweis kaputt? Nee, den haben wir mit Isabel. Mit dem größten Microkernel der Welt. Dem System. Ist das, was ihr zeigen wolltet, nicht das, was ihr gezeigt habt? Danke, dass du die Slide... Nein, ist es. Vertrau mir. Hab's gelesen. Das Theorem sagt das Richtige. Annahmen. Habe ich auch geprüft und das Tool prüft sie auch nochmal so zur Laufzeit, dass die Annahmen wirklich alle passen und das Theorem hat eigentlich keine Annahmen. Stimmt auch. Ja, was ist kaputt? Was kann hier kaputt gegangen sein? Firewall. Die Firewall? IP-Tables ist kaputt. IP-Tables? Moment, du meinst das hier? Das ist vollkommen valides IP-Tables, kann ich so laden. Gar kein Problem. IP-Tables, die Implementierung? Nee, also das kam ja aus... quasi meinem Tool heraus. Also irgendwie muss ja was am Tool kaputt sein. Also, ja. Ja. Also, ja, irgendwas am Tool. Aber was? Hat mal jemand von Rowhammer gehört? Ja. Diesen geilen Hardware-Ding, wenn ich hier irgendwo in irgendeiner Hardware-Zelle ganz auf Bitflips besteht die Wahrscheinlichkeit, dass in einer adjazenten Hardware-Zelle im RAM ein anderes Bit flippt. Ist eine super tolle Sache, dieses Rowhammer, vor allem, weil man damit super Leute die formale Verifikation machen und die Sicherheit von ihren Systemen beweisen, treuen kann und fragen kann, wie reagiert denn dein System bei Rowhammer? Ja, Makarios fühlt sich jetzt davon nicht getrollt, die meisten Leute wissen aber gar nicht, was es ist. Ja, sehr oft, wenn man formale Verifikation macht, man hat eigentlich keine Ahnung, was die Hardware macht, nimmt dann mal so ein Term-Writing-System. Kann sehr viel schief gehen, können auch unseren Alufolienhut aufsetzen und sagen, hey, ich habe hier ein Hardware-Rootkit. Ja, worauf basiert denn dieser ganze Beweis? Der nimmt erstmal an, die Hardware tut das, was sie soll, das Betriebssystem tut das, was es soll, die Standard-Library tut, was sie soll, Standard-ML tut das, was es soll, Isabel zeigt mir das Richtige an, wir haben hier einen riesigen Stack von Sachen drunter, nicht nur den Beweis, aber erstaunlicherweise funktionieren diese Sachen sehr oft sehr gut. Okay, verwerfen wir mal diese Sache. Ich glaube, sie sind nicht hinter mir her, hoffe ich. Ich habe kein Hardware-Rootkit. Ja. Was ist schiefgegangen? Ich sag's ja, es sind die Annahmen. Es sind doch die Annahmen, natürlich. Aber welche Annahmen? Es ist das Modell, das IP-Tables-Modell. Das Modell? Das gute Modell? Das ist in Ordnung. Warum? Weil wir es letztes Mal angeschaut haben und sich keiner beschwert hat. Ich mache hier nochmal das Meta-Argument klar. Ich habe das entsprechende Shirt angezogen. Bild für die Ewigkeit. Okay, sind wir uns einig, das passt. Da könnte was in LaTeX kaputt gewesen sein. Könnte was in Genial, das gehört zu diesem ganzen Stack dazu, der immer noch drunter ist. Nee, was jetzt hier wirklich kaputt war, waren die Sachen, die ich eigentlich viel zu einfach fand, um sie das letzte Mal zu sagen. Die Primitive, auf die wir matchen können. Das sind die Features, die, ja, ich sag mal, unsere Firewall ein bisschen vereinfacht matchen kann. Und da ist der Fehler drin. Sieht jemand den Fehler? Ja, wir haben hier so Primitive, die Semantik habe ich jetzt nicht dazu geschrieben. Wir können auf Input-Interfaces, Output-Interfaces matchen. Die sind Strings. Das passt alles. Übrigens, diesen Plus-Character und den Happy Red Snowman. Ich wache nicht in der Früh auf und denke mir, was wäre, wenn ich mein Interface Plus nenne? Nein, das ist tatsächlich entstanden, dass ich gedacht habe, ja, die Interface haben schon irgendwie so eine halbwegs schöne Algebra, beweisen wir mal Sachen drüber. Und irgendwann die Beweise scheitern und irgendwann kommt QuickCheck und meint mir, was wäre denn, wenn das Interface Plus ist? Also diese Corner Cases sieht man dann wirklich während den Beweisen. Macht so richtig viel Spaß und es macht noch mehr Spaß, den Spaß in den Kernel zu laden. Das passt. Gibt's dann Panics teilweise? Bei mir hat gar nichts gepanicked.
Ich habe einmal, wenn ich eine sehr lustige Call-Chain, eine zyklische gebaut habe, die muss ich am IP-Tables Userland vorbeischleifen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass der Kernel gesagt hat, das akzeptiere ich nicht und mir dann einen Error-Code aus dem Filesystembereich aufgelöst hat. Aber wenn man in die Sourcen schaut, meint man, ja, der hat nur den Error-Code falsch geprettyprintet. Meint er eigentlich, das nehme ich jetzt nicht, ist mir zu zyklisch. Panic hatte ich noch nicht. Hier Source Destination IP-Adresse, ein bisschen vereinfacht, IP-Tables kann mehr jetzt nur für den Vortrag, also ich will so eine IP-Adresse als 32-Bit-Maschinen-Word slash der Netzmaske, das passt auch alles. Das Protokoll kann entweder so ein Wildcard Any sein oder ein 8-Bit-Maschinen-Word, das ist das Protocol-Field im IP-Header, das dann sagt, im L4-Protokoll ist TCP, UDP, SCTP und sonstiges. Source und Destination Ports, welche jetzt so wie uns in einem IP-Table angeben kann, ein Bereich von Start und Ende, sind also 16-Bit-Wörter. Der Contract State kann naja, eine Menge von States sein, in dem die Verbindung zu dem das Paket gehört ist. Und ja, extra ist ziemlich lustig, das ist das, wenn der Parser irgendwie so einen Token im IP-Table sieht, wie das Common-Feld und sagt, das kenne ich jetzt nicht. Logik, das ist dein Problem, ich schreibe dir mal hier den String ein, den ich nicht parsen konnte. Ziemlich toll, so einen Parser zu schreiben. Wir haben es schon gesehen. Und dieses ganze Extra-Zeug ist dann das, was wir eigentlich dann wegapproximieren am Ende. Weil wir es einfach nicht verstehen. Aber wir approximieren es sauend weg. So, wo ist das Problem? Wir gehen in Punkt 2 Minuten. Das Problem ist, so etwas wie Ports gibt es nicht. Es gibt TCP-Ports, UDP-Ports, SCTP-Ports. Ja! Und jetzt kommt der Diff. Wir müssen das Protokoll, aber das konkrete Protokoll mit zu jedem Port schreiben. So, ganz schönes Beispiel. Das gehen wir jetzt ganz schnell durch. Wenn ich sagen will, nicht TCP-Port 80, all das soll akzeptiert werden. Kann ich nicht schreiben in IP-Tails, weil ich hier nicht Klammern um eine Negation machen darf. Wie würde ich es schreiben? Was ist nicht TCP-Port 80? Naja, einmal alles, was nicht TCP ist, definitiv, oder alles, was TCP ist, aber nicht Port 80. Logisch könnte ich es so schreiben, wenn wir jetzt die Morgenregel machen, würde genau das rauskommen. Aber irgendwie haben wir jetzt logisch gesehen, wir müssen uns für jedes Protokoll immer, für jeden Port noch das zugehörige Protokoll merken. Kriegen also eine Art Dependent Matches oder anders ausgedrückt, wir negieren einen Matches auf Ports und kriegen eine zweite Regel, die nur auf Protokolle matcht, for free dazu. Was eine ziemlich schöne Observation ist, denn wenn man in die Wissenschaft schaut, alle Leute sagen, ja, Firewall, ganz einfach. Wir übersetzen dieses Matching nach SAT, Satisfiability die Logik, Boolean, ja, jeder, der das tut, verliert diese Verbindung und genau das Beispiel, das wir vorhin gesehen haben, wird alles schiefschlagen, deswegen können wir nicht einfach nach SAT übersetzen. Finde ich ein sehr schönes Finding. Unser Tool tut der Rest nicht. Ja, wie fixen wir jetzt dieses ganze Zeug? Wir haben hier eine riesige Menge Haskell-Code, ich sollte eine Zeile löschen. Das ist das Tool. Naja, wir haben hier einen Denkfehler gemacht und der ist konsistent durch den ganzen Code durchgezogen und der kann auch andere Seitenbedingungen haben. Wie fixen wir das? Naja, in normalem Haskell-Code mehr oder weniger unmöglich. Zum Glück haben wir keinen normalen Haskell-Code. Wenn wir hier diese größte Datei anschauen, wir haben ungefähr 6000 Zeilen, vergessen wir mal die 666 Zeilen Test-Cases, 5000 Zeilen davon heißen Generated HS, sind von Isabel erzeugt. Ha. Jetzt sind wir endlich da. Von wann ist? Warum hast du eigentlich eine main.hs mit ich habe einem D dahinter? Ja. D? Ja, da. Das ist eine 6. Das ist eine Main und das ist die Main 6 für IPv6. Das ist Best Practice. Da habe ich mein persönliches Template Haskell genommen, nachdem die Library funktioniert hat. Da habe ich die Main genommen, sie rüber gecopy-pasted nach Main 6 und dann mit dem Search Replace IPv4 durch IPv6 erzeugt. Und schon haben wir, IPv6 Support. So macht man Template Haskell für Arme. Und dann musste ich mich vor Lars verteidigen. Ja. Ja, also, wir haben den Diff vorher gesehen, was falsch war. Kommen wir zu meiner letzten Folie. So sieht das Ganze in Isabel aus, nachdem ich alle syntaktischen Fehler und sonstiges behoben habe. Haben also hier das primitive Protokoll zu den Ports dazu gemacht. So, ein Compiler wird das jetzt wunderbar compilen, wird durchlaufen, alle Testcases würden durchgehen, gar kein Problem. Syntaktisch alles behoben. In Isabel sind immer noch Sachen rot und hier hängt ein Proof und alles ist rot. Warum ist es rot? Naja, weil wir eben das Zeug nicht mehr beweisen können. Plötzlich gehen Beweise kaputt. Es sind Seitenannahmen wie, was macht denn das ganze
Tool intern. Ich normalisiere die ganzen Primitive. Erstmal normalisiere ich so Protokolle, schmeiß und mögliche raus, dann normalisiere ich Ports und merke schon jemand, dass hier die Seitenannahme war. Wenn ich Protokolle normalisiert habe und danach Ports normalisiere, war immer die Annahme implizit, naja, Port normalisieren wird schon die anderen Matches nicht kaputt machen. Was jetzt aber plötzlich passiert und tausend solche Seitenbedingungen treten auf, es ist unmöglich, dass ein Compiler das findet. In Isabel die Beweise breaken, es ist rot. Man sieht einfach, was man tun muss, setzt sich eine Zugfahrt hin, haben das Problem gelöst, wäre unmöglich mit normalem Code. Danke, wir können zum Italiener.